Moin, ich grüße euch hier von der Blockade von Ende Gelände, hier an der Kohlebahn von RWE, wo Kohleinfrastruktur blockiert wird, jetzt schon seit über 24 Stunden und die Stimmung ist weiter gut, die Stimmung ist weiter ausgelassen. Die Menschen tanzen, singen, rufen Parolen wie Anti-Antikapitalista und anderes, singen Bella Ciao und blockieren hier wirklich die Infrastruktur eines der größten, weltweit größten Verschmutzers von CO2-Emissionen. Und wir sagen ganz klar, wir brauchen hier entschiedenen Klimaschutz. Deshalb sind die Aktionen von Ende Gelände, deshalb ist der Protest von Fridays for Future so wichtig. Und eine der Parolen, die wir hier am häufigsten gesehen haben, ist System Change, not Climate Change. Weil ganz klar ist, es wird nur funktionieren, wenn man sich mit Kohleinfrastruktur, den Kohlekonzernen, mit denjenigen anlegt, die wirklich ihren Profit daraus ziehen, dass der Klimawandel vonstatten geht. Deswegen ist Klimagerechtigkeit eine linke, eine zentrale antikapitalistische Forderung, hinter der wir auch als Linke stehen. Deshalb ist der Protest so wichtig und deshalb ist es so toll, dass wir so ein Zusammengehen von Fridays for Future und Ende Gelände der Proteste erlebt haben. Und ich glaube, wir werden in diesem Jahr noch viel, viel stärkere Proteste auch gegen die Automobilindustrie erleben. Denn die Zeit zu handeln ist jetzt. Macht's gut.